Let's Play Omsi 2 mit Brian Bausch. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Omsi 2, den Omnibus Simulator. Ja, wir befinden uns in Gallenstraße, fahren wieder auf der Karte Berlin-Spandau und wir fahren jetzt mit einem Volvo 9900, das ist ein Reisebus und ich könnte fast sagen, wir starten, wir machen den Informationsanzeiger an und gehen mal in den Bus rein. So, Elektrik starten, dann mal die Türe zu und wenn ihr den Motor einschalten wollt, also wenn ihr beziehungsweise den Motor starten wollt, dann habt ihr so einen Alkotest, wie ihr getrunken seid, also wie viel getrunken ihr habt, drückt ihr auf diesen Knopf drauf. Und dann haltet ihr da den rechten Knopf gedrückt. Und er sagt, drive carefully, dann können wir fahren. Ich mach's mal ein bisschen laut, sonst hört man den Motor nicht. Oh, ich kann so nicht arbeiten, ich mich. Oh, ich kann so nicht arbeiten. So. Ich habe euch einen neuen Fahrplan gezeigt. Wir fahren die Linie E, also E522 von Gallenstraße nach Falkensee Bahnhof und die Fahrt beginnt ab 13.58 Uhr und ich würde sagen, können wir das mal schildern. Ich habe ein Radio drin, aber das funktioniert anscheinend dann nicht. So, müssen wir das eingeben, 522, wenn ich das jetzt richtig hab. Hä? Warte nochmal. Welche Knopf denn? Oh, was meint ihr denn überhaupt? 522. Irgendwas stimmt hier nicht. Da kommt ein Zug. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. So, dann machen wir das jetzt hier mit E522 Falkensee Bahnhof. Dann machen wir das jetzt so. Ey, die Schreihetze, ich kann hier so nicht arbeiten. Immer wieder, wenn ich ein Video mache, fangen sie an zu bellen. So, könnt ihr die Hupe mal hören? Hört sich etwas komisch an. Und ich würde dann sagen, komm mal losfahren. So. Erste Haltestelle war Gallenstraße. Könnt ihr nochmal die Hupe hören? Ey, ich kann so nicht arbeiten. Jedes Mal, wenn ich ein Video mache, dann fangen die Hunde an zu bellen. So kann ich doch nicht arbeiten. So, nächste Haltestelle, Rathaus Spandau. Hier kannst du die Fenster öffnen. Bisschen frische Luft schnappen, aber... Dann machen wir halt ein bisschen offen die Fenster, können wir ein bisschen frische Luft schnappen. Ich sollte vielleicht die Scheibe sauber machen.
sollten wir da anhalten, ne? So, ich hoffe, der Bus springt nicht. So. Ah, der hat schon fast angefangen zu springen. Warte mal. Da ist doch die Linie E. Aber das sind noch keine Gäste. Komm. Ich spule jetzt mal vor. Ja, das finde ich sehr lustig. Es ist wieder am Laden. Also dafür musste ich gerade vielleicht mal ein paar Minuten warten. So, da seht ihr jetzt 3:58, ne? Ja, komm, dann fahr mal weiter, komm, drauf gepfiffen. Nächste Haltestelle. Zeppelinstraße. So, guck mal, wie das Fenster zumachen. Genug frische Luft geschnappt. Und dann sollte ich noch die Hilfspfeile einschalten, vielleicht. Hä? Also, Hilfspfeile ist an. Keiner will mit. Gut, dann fahren wir eine Haltestelle etwas weiter. Wir sollten an Zeppelinstraße anhalten. Können dann nochmal die Hupe hören. Genau. Der Bus besitzt auch Navigationssystem, also ein Navigationsgerät. So, dann fahr. Dann müssen wir hier uns wenden. Hallo? Hallo? Dann müssen wir uns hier wenden. Wir können noch mal ein bisschen schneller fahren. Da ist ja eh keine Gäste drin. Da sind ja keine Fahrgäste drin. Komm, dann fahren wir schneller. Gehen wir mal ein bisschen Gas. So, da will eh keine mit. Hier besonders gibt's hier Fernsehen. So ein Gerät hier gibt es die besonders. Also ich kann den Bus sehr empfehlen, den Volvo. Der Reisebus kann ich sehr empfehlen. Ich weiter. So, kein Einstieg. Können wir weiterfahren. Der Bus, der fährt sich aber. Der Bus fährt sich sehr schön. Aber obwohl der noch als Beta-Version ist, der Bus. Weil ich habe gerade gemerkt, der Bus ist noch ein Beta-Version. Aber ich kann den Bus dann trotzdem
Finde ich sehr schön gebaut, der Bus. Im wahrsten Sinne des Wortes, da geht hier heute was ab, in Omsi. Ist mal wieder der Trabi so laut, genau. So, hier ist Zeppelinstraße. Und da wollen auch jetzt welche einsteigen, genau. Das funktioniert jetzt. Guten Tag. Guten Tag. So. Passt alles klar? Ey, die Lautstärke vom Fernsehen! Ey, das geht jetzt schon wieder mit dem Schreien los, sag mal! Hallo, Fresse halten! Ich kann doch so nicht arbeiten hier! Nächste Haltestelle, Wasserwerkstraße. Also ich kann hier wegen Scheißhunde nicht arbeiten. Wenn ich ein Video mache, dann fangen sie an zu bellen. Jedes Mal, wenn ich ein Video aufnehme, genau, fangen sie direkt an zu schreien. Die Schreihals. So, jetzt muss ich mich konzentrieren in der Fahrt. Ähnlich aus wie Berlin Spandau modern. So, das ist jetzt Wasserwerkstraße. Das hat einen anderen genommen. Nächste Haltestelle, Stadtrandstraße. So, aussteigen will der gerade. Der müsste natürlich aussteigen, genau. Ja, Zugriffsverletzung. Ansage gibt es aber auch keine. Ansage gibt es hier keine. Nächste Haltestelle ist Falkenseer Chaussee Freudstraße. So, wir fahren jetzt gleich an Mauerfall vorbei. So, da vorne ist der Mauerfall. Da werden wir jetzt gleich vorbeifahren, aber da machen wir erst Pause. Dann werden wir ein klein bisschen Pause machen jetzt. Nächste Haltestelle, Kontrollpunkt Falkenseer Chaussee. Das Falkenseer Chaussee, Kontrollpunkt. Jetzt machen wir ein bisschen Pause. Und das ist zu laut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind aber hier, das hier Straße da hier, die Kopfsteinpflaster mit ein paar Asphalt.
Asphaltstraßenschäden, die extra asphaltiert ist. So. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Können wir die Uhrzeit etwas vorspulen? Dann machen wir ein bisschen Pause. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Scheiß Trabi mit seiner Lautstärke. Die Trabi sind so laut. So. Boah, noch ein Trabi. Ich hasse diese Lautstärke da. So, jetzt müssen wir los. So, da kommt der Bus entgegen. Softly springt der Bus dann nicht, wenn wir auf einen Bordstein scheppern. Also das wird jetzt anfangen zu scheppern hier auf dieser Straße. Genau. Nächste Haltestelle ist Sitteleck, Falkensee. Ja, leider hat man nur einen Fahrgast drin gehabt. Nächste Haltestelle, Falkensee Bahnhof, Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Hoffentlich verarschen sie das jetzt nicht. Verarsche davon. Der Fall, der vorne sagt, ich soll hier rechts abbiegen. Aber wir müssen geradeaus. Also ihr werdet sehen, der Fall, der hat mich gerade verarscht, also wir müssen geradeaus fahren. Sehr schön gemacht. Finde ich sehr schön gemacht hier, das Ding. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Wir fahren durch den Kopfsteinpflaster. Sondern wir brausen durch den Kopfsteinpflaster durch. Boah, das sind laute Trabis mit Lautstärke zu sehen. Jetzt müssen wir ein bisschen abbremsen. Kaputt gemacht, sodass man das sieht.
man die Straßenschäden laut sehen kann. Jetzt müssen wir links rum. Schon wieder nicht, wie ich das möchte. Autos bleiben wieder stehen, genau. Hallo? Ey, das Trabi mit der Lautstärke hier. So, weißt du was, dann fahr ich. Ja, jetzt fährt der Trabi. War mir ganz klar. Bisschen Gas. Das ist Trabi mit der Lautstärke, ne? Da fliegen mir gleich die Ohren raus. So, wir müssen rechts hin. Und dann wären wir für diesen Episode heute fertig. Mama ist heute auch Feierabend. Ja, Fahrplan, alles abgeschlossen, genau. Ich habe mir die Gesicht von der Ursprung von der Ernest gesehen. Was? So, ich sehe da mal, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich sag danke fürs Zuschauen, tschüss bis zum nächsten Let's Play, euer Brian Bausch.